fangen einfach alle an. Jetzt. Herzlich willkommen zu unserer Fishbowl-Diskussion, auch in den Livestream und an all die Bildungsenthusiasten in den unteren Räumen, die noch essen und Kaffee trinken. Es handelt sich um ein interaktives Format und deshalb würden wir Sie einladen, hochzukommen und mitzumachen. Ich möchte anfangen und sagen, dass ich mit einem wunderschönen Gefühl durch den Tag gegangen bin, weil ich mittlerweile sehr selten in einem Raum bin, in dem nur BildungsenthusiastInnen sind. Und es war ein wirklich, wirklich schöner Moment für mich und dafür danke an alle. Wir wollen uns in den nächsten 60 Minuten einer sehr großen Frage stellen. Die ist auch schon immer wieder aufgekommen während verschiedener Gespräche in verschiedenen Formaten. Und es soll gehen darum, wie guter Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis in diesem Projekt gelingen kann. Eine große Frage. Wir haben schon was dazu gehört, auch viele Statements, die wir vielleicht schon kannten. Und in diesem Format soll es darum gehen, was Sie denken und wie Sie aus Ihren Perspektiven das wahrnehmen und diese Frage beantworten würden. Mein Name ist Lynn Friedrichs. Ich glaube, wie Sie alle, dass Bildung diese zunehmend digitale Gesellschaft positiv verändern kann und muss. Und in meiner Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit Curriculumsentwicklung, mit Bildungsstrategien für die Zukunft von Arbeit und unserer Demokratie und Fragen zu Diversität und Inklusion. Und das habe ich zuletzt gemacht an einer Hochschule bei New York University und an einer Schule an einem United World College in Indien. Also ich habe diese beiden Perspektiven aus Hochschule und Schule. Und ich darf heute diesen Austausch moderieren. Ich werde mich weitgehend zurückhalten, denn es geht, wie gesagt, um Sie. Und ich hoffe, dass Sie ungeachtet dieses etwas statischen Setups mit der Ihnen ganz eigenen Offenheit und Leidenschaft für das Thema beitragen werden und diese Plätze nicht leer bleiben. Denn das Projekt, finde ich, oder das ist uns allen klar geworden, das lebt von dieser Vielfalt, die Sie alle mitbringen. Aber es kann nur gelingen, wenn wir es irgendwie schaffen, in 2,5 oder 3 Jahren diese Vielfalt in eine neue Form von Kollaboration zu übersetzen. Und das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Jetzt ganz schnell der Ablauf und die Regeln für die nächsten 60 Minuten, die wir uns überlegt haben, damit Sie hier aktiv eingebunden werden. Und zwar haben wir 60 Minuten in 3 Themensegmente unterteilt, die sich jeweils um die 15 Minuten mit so einem Unterthema beschäftigen. Wir starten mit Zukunftsvisionen. Das wird auch eingeblendet, hervorragend. Wir starten mit Zukunftsvisionen. Wo wollen wir eigentlich 2026 stehen? Und vielleicht haben Sie alle andere Antworten dazu. Wie kommen wir dahin? Der zweite Abschnitt, da geht es um vernetzte Kollaboration und dann daraus ableitend zum Abschluss, wie wollen wir Transfer eigentlich verstehen auf Basis dessen, was wir diskutiert haben. Und zwischendurch gibt es 2 Flüsterpausen, darum hatte ich Sie gebeten, näher ranzurücken aneinander, in denen Sie sich dann individuell mit Ihren NachbarInnen austauschen können für 3 Minuten, dann können Sie sich noch ein bisschen kennenlernen oder vielleicht Ideen erproben, die Sie dann aufs Podium bringen. Und parallel zu den Themensegmenten können Sie auch in das Hintergrundrauschen einspeisen, all die Ideen, die Reflexionen, die Sie haben, die Sie vielleicht mitgeben wollen. Das Gleiche geht an alle ZuhörerInnen im Livestream. Wir können nicht alles mitnehmen, aber ich gucke immer mal wieder rein, was kommt. Aber alle Beiträge werden gesichtet, das heißt, das ist Teil von Veranstaltungs- und Diskussionsdokumentation. Und ja, wir hoffen, dass Sie sich beherzt beitragen, vielleicht vor allem, wenn Sie sonst nicht die Person sind, die nach dem Mikrofon greifen. Die 4 Stühle auf der Bühne neben mir sind in 2 Stühle für Wissenschaftsperspektiven und 2 Stühle für Praxisperspektiven unterteilt. Praxis fassen wir jetzt hier ganz breit. Also von Lehrkräften zu Ausbildungsinstituten, zu Zivilgesellschaft, Stiftungen, die sich engagieren. Das ganze breite Spektrum
darf sich unter Praxis fassen. Und wir haben uns im Stile der Community Calls und auch analog zu den Workshops für das Bühnen- und das Arbeitsdu entschieden. Ich hoffe, das ist okay für Sie alle. Und dann ganz kurz zum Ablauf. Wir haben versucht, eine Balance zu finden zwischen tieferer, ruhigerer Unterhaltung und möglichst viel Einbezug und und Wechsel. Und deshalb würden wir alle SprecherInnen darum bitten, nicht mehr als zweimal beizutragen und die Beiträge um die 2 bis 3 Minuten zu fassen. Das ist so ungefähr der Richtwert. Wenn Sie fertig sind, wir sind ja nie fertig, aber wenn Sie fertig sind, dann können Sie gerne den Stuhl freigeben und jemand anders von Ihnen ist eingeladen, den dann zu übernehmen. Die Regeln dürften Sie auch noch mal auf der Leinwand haben. Wir brauchen bestimmt ein bisschen, bis wir uns eingrooven. Das Gleiche gilt für den gesamten Kompetenzverbund, glaube ich. Caroline Emke hat letztens in einem anderen Kontext gesagt, Verständnis ist Arbeit. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, das stimmt so auch. Und ich hoffe, dass wir bei dieser Arbeit auch viel Genuss haben und es vielleicht der Grundstein wird von neuen Beziehungen, die sich auch ergeben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und damit können wir vielleicht einfach starten, und zwar mit 2026 und all den Ambitionen, die wir heute gehört haben, hinter all den Projekten, hinter den Besetzungen, den Promotionsvorhaben stehen ja Hoffnungen und Visionen und Ziele. Und ich würde gerne einfach damit anfangen, was möchten wir denn gemeinsam oder was möchten Sie denn gemeinsam 2026 erreicht haben? Jemand im Livestream hat vorhin gesagt, was ist denn dann anders? Und ich kann mir vorstellen, dass Sie alle unterschiedliche Perspektiven dazu haben. Ich würde mit der Praxis anfangen und dann dynamisch einfach durchreichen. Und hallo? Gerne ja. 1-2 Sätze zu deiner Perspektive, wer du bist und die Perspektive, die du einnimmst. Fange ich damit an. Hallo, von meiner Seite, ich bin Regina Schulz, ich bin Lehrerin an einem Gymnasium in Hamburg, bin auch Fortbildnerin und bin an der Uni tätig, hier aber als Lehrerin tatsächlich, was auch mein Kerngeschäft ist. Geschäft ist immer so blöd gesagt, ne? Sagen wir meine Kernleidenschaft. Und wo würde ich gerne hin? Das verbindet tatsächlich auch Wissenschaft und Praxis. Die Vision, die ich habe, ist eigentlich ziemlich angegliedert an den OECD-Lernkompass von Schule, wie Schule aussehen könnte. Dass wir tatsächlich, das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber dass wir tatsächlich Wellbeing aller als Ziel haben und dabei vor allem allen ermöglichen, die an Schule beteiligt sind, und das ist ja beim OECD Learning Compass sehr, sehr weit gefasst, eine Agency darin haben. Agency ist jetzt wieder so ein Wort, aber die aktiv mitgestalten können. Und ich glaube, dass Digitalität, also nicht Digitalisierung, sondern wenn wir tatsächlich über Kultur der Digitalität sprechen, dass das ein Ermöglicher sein kann, dass wirklich alle, idealerweise wirklich alle, mitgestalten können. Und damit meine ich auch SchülerInnen, ich besonders als Lehrerin. Mein Name ist Thomas, ich komme von einem freien Träger in Mitteldeutschland und kann gleich mal eine Gegenperspektive einnehmen zu Digitalität und Wellbeing. Vielleicht macht es die Debatte gleich ein bisschen lebendig, weil ich glaube, dass Digitalität natürlich einen Beitrag leisten kann. Sie kann aber auch eine ganz große Gefahr sein für Wellbeing und für unsere Gesellschaft, die Menschen, die darin leben. Und ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer unserer Schulleitungen, der in so einem Gespräch offenbart wurde, dass es jetzt wohl KI gibt und dass es auch KI an Schule geben wird. Und dann meinte sie, nee, das macht sie nicht mehr mit. Und das als Schulleitung ist natürlich eine desaströse Aussage. Ich war sehr schockiert und dann kurze Zeit später verwundert, weil sie sich gemeldet hat, mitzumachen in unserer kleinen internen AG Digitalisierung. Und ich dachte eigentlich, es wäre ein Widerspruch. Und ich habe sie dort sehr schätzen gelernt, weil das für mich ein sehr positives Beispiel ist, auch einer gewissen Angst gegenüber Digitalität zu begegnen, sich dem zu stellen und im Dialog zu bleiben.
Und das fand ich so wichtig als Signal, dass sie selber gespürt hat, dass das ein Thema ist, was sie nicht mehr betrifft. Oder, also das denkt sie, das war damals ihre Idee. Und dass sie aber als Schulleiterin die Verantwortung hat, zu sehen, dass das nicht repräsentativ ist für ihr Kollegium und schon gar nicht für die jungen Menschen, die an der Schule lernen. Und das wäre meine Vision auch für 2026. Und da bleibe ich mal bei uns in der Trägerschaft, dass es uns gelingt, alle unsere Schulleitungen in diese Haltung zu bringen. Viele sind dort schon, viele sind auch schon weiter, aber noch nicht alle. Und in Verlängerung auch alle PädagogInnen und weiteren Mitarbeitenden an Schule, dass das Lernen digital für sie entweder bereits zu einem Selbstverständnis wird, das ist ein sehr hohes Ziel, oder dass sie zumindest mal davon gehört haben und über die ablehnende Haltung hinaus sind, hinzu, ja, ich glaube, dass ich mir das anschaue und dass wir das vielleicht gemeinsam machen. Reagiert da die Wissenschaft, wenn ich Sie auf diese eine Perspektive festlegen darf? Naja, auf die Perspektive lasse ich mich gar nicht so gerne festlegen. Also Susanne Prediger, ich bin Mathematikdidaktikerin und antworte mal als erstes als Fachdidaktikerin. Ich wünsche mir, dass wir in 2026 nicht mehr das Ob diskutieren, ob wir digitale Medien einbauen, sondern uns der wichtigeren Frage, nämlich des Wie und des Was gewidmet haben. Also wie kann man Medien einsetzen und was daran sollen die Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen, wie geht das genau? Ich hatte, als hier vorhin der Project Pitch lief, habe ich gedacht, wie cool, ich möchte auch lieber Kunstdidaktik als Mathedidaktik machen, das klingt super spannend, was da passiert. Ich glaube, wir kriegen ganz viele tolle Entwürfe, wie Unterricht aussehen kann, und hoffentlich auch tolle Entwürfe, was Lehrkräfte brauchen, um das zu lernen. Also tatsächlich nicht mehr das Ob, sondern das Wie und das Was. Soweit als Fachdidaktikerin. Als jemand, die viel Fortbildungspraxis selber macht, jede zweite Woche mit Lehrkräften arbeitet, wünsche ich mir genau das, dass da wirklich gute Fortbildungsmodule auch vorliegen, die die Zeit von Lehrkräften nicht verschwenden. Es gibt eine ganze Menge Fortbildungen, die verschwenden Zeit und die hat keiner im System, sondern wirklich an dem ansetzen, was gebraucht wird, um tatsächlich besseren Unterricht damit zu machen. Als jemand, die auch versucht, jetzt systemische Strukturen aufzubauen und nicht nur einzelne hübsche Fortbildungen zu machen, sondern wirklich ein Konzept für, wie kriegen wir das in die Breite, ist das nochmal die große Herausforderung, von der ich glaube, die werden wir hier gemeinsam nur teilweise bewältigen. Ja? Also Wissenschaft und Praxis können problemlos kooperieren, das klappt hervorragend und haben wir viele Beispiele heute gesehen, in dem einzelne Wissenschaftlerinnen mit einzelnen tollen Lehrkräften tolle Unterrichtskonzepte machen. Sie können auch sehr gut kooperieren, auch das ist einfach mit einer zweiten Ebene von Praxis, nämlich indem einzelne Fortbildungsdesigner mit einzelnen tollen Fortbildnerinnen tolle Fortbildungskonzepte machen. Ich glaube, diese zwei Ebenen von wer ko-konstruiert denn da eigentlich, die sind ganz gut etabliert, ja, mit den einzelnen Lehrkräften, mit den einzelnen Fortbildenden. Aber wenn wir das dann für einzelne Fortbildende mit einzelnen Fortbildungen gemacht haben, wie kommt es an alle anderen? Also allein für das Fach Mathematik gibt es in Deutschland über 600 Menschen, die Fortbildungen geben. Das heißt, Ko-Konstruktion kann irgendwie nicht auf dieser Ebene stehen bleiben, dass man einzelne tolle Leute im Design-Team hat, geht aber nicht ohne, sondern wir brauchen dann auch Konzepte für die weitere Aneignung. Und da braucht es dann eben noch eine andere Form der Kooperation. In Mathe haben wir in den letzten 10 Jahren großartige Kooperationen aufgebaut mit den Mathe-Zuständigen in den Fortbildungsstrukturen der Länder, regionale Strukturen, Landesinstitut, ist ja ein bisschen anders organisiert. Und Ko-Konstruktion da heißt halt, sich auch gemeinsam zu beraten, was ist jetzt eigentlich strategisch wichtig, wie können die Dinge eingebunden sein, in welchem Argumentationszusammenhängen gehören die, wie können ganze Programme aussehen. Das ist nochmal eine ganz andere Form der gemeinsamen Arbeit und ich ziehe den Hut vor denen, die diese Veranstaltung geplant haben, uns in so viele unterschiedliche Formate zu setzen, da überhaupt ins Gespräch zu kommen. Aber der Prozess wird leider in 2026 nicht abgeschlossen sein. Insofern ist Traum 4 jetzt als SWK-Mitglied, als jemand, die die Bildungssteuerung berät, dass wir dann gescheite Strukturen schaffen, um sowas auch zu verstetigen, was hier nochmal in der Breite angestoßen wird. Also Strukturen schaffen, auf denen wir aufbauen können. Kommunikationsstrukturen, um auf Augenhöhe, auf den verschiedenen Ebenen tatsächlich immer das Beste aus beiden Welten zusammenzukriegen.
gerne weiter, denn wir können das ja auch nochmal in der zweiten Runde vertiefen. Alle wunderbaren Menschen und Bildungsenthusiasten, die jetzt sehr außen sitzen, ich nutze den Moment, bitte näher ranrutschen, möglichst an SitznachbarInnen heran, damit sie gleich flüstern können. Ja, Christian Leinches, Universität Osnabrück, empirische Schulunterrichtsforschung. Susanne Prediger hat natürlich die wissenschaftliche Perspektive schon sehr gut gerahmt und auch unter verschiedenen Facetten. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den du, Thomas, gerade angesprochen hast, nämlich Angst, Barriere im Umgang mit Digitalität, und zwar aus unserem eigenen Verbundprojekt, wo wir uns der Perspektive der Entwicklung von Ganztagsgrundschulen widmen und demnach auch dem pädagogischen Personal, die eben nicht lehrend sind. Und wir haben auf der Folie am Eingang gesehen, Vernetzung, Stärkung von Lehrkräften, deren Kompetenz. Und ich glaube, dass die Perspektive ganz wichtig ist, dass man es eben mindestens für die Grundschule ganzheitlich sieht, auch mit Blick auf das Personal, um dort tatsächlich Schul- und Unterrichtsentwicklung zu betreiben. Und wir wissen, dass hier eben die Barrieren, einerseits was die Rahmenbedingungen, die Ausstattungen anbelangt, aber eben auch was die Kompetenzen anbelangt, sehr, sehr unterschiedlich, sehr heterogen sind. Und ich glaube, dass meine Vision wäre, dass es uns gelingt, hier den Kreis zu vergrößern. Eben nicht nur auf Lehrkräfte zu schauen, sondern tatsächlich eben das gesamte System, und du sprachst gerade die SWK, das Gutachten Grundschule, an dem ich noch nicht mitgewirkt habe, eben an. Da ist Handlungsbedarf, und wenn uns das gelingen würde, hier Hürden abzubauen, dann wäre das sicherlich ein ziemlicher Meilenstein und ein echter Gewinn. Und wenn ein zweiter Wunsch, eine zweite Vision gestattet wäre, das Thema Evidenz ist in diesem Kontext natürlich gesamthaft immer noch wichtig. Ich glaube, dass sich nur dann Dinge multiplizieren sollten, wenn man eben eine leise Ahnung davon hat, ob sie auch in der Praxis tatsächlich so ankommen und ob sie sich multiplizieren lassen. Und da sind eben auch länderspezifische Rahmenbedingungen zu beachten. Und die sind, glaube ich, für uns alle in den Projekten eine echte Herausforderung. Schön. Ich habe mich auch gefragt, und bitte entschuldigt vielleicht die Naivität der Frage, ich habe das beobachtet in unterschiedlichen Räumen, in denen ich mich bewegt habe, nicht hier, aber in anderen Institutionen auch. Mir scheinen diese Kulturen, die Sozialisationsweisen, die Sprachen sehr unterschiedlich im Schulkontext, in verschiedenen Praxiskontexten, an der Hochschule, in der Forschung. Und mich würde interessieren, wenn Sie über Gelingenheitsfaktoren, Gelingenbedingungen nachdenken und auch an Hindernisse in Bezug auf diese Vision, was fällt Ihnen da, oder was fällt jetzt, switche ich selber, was fällt euch da ein, was sind Hindernisse, was sind Gelingensbedingungen, stimmt ihr mir dazu, dass es sehr unterschiedliche Sprachen gibt und auch unterschiedliche Kulturen, die existieren, die jetzt in diesem Kompetenzverbund und in dieser neuen Gemeinschaft und Kollaborationsform auch angeglichen, übersetzt, entwickelt werden müssen. Resoniert das? Und falls nicht, auch gerne andere Impulse. Zweite Runde. Ich kann dazu sagen, also im Zuge von KI bin ich auch in unterschiedlichen Kontexten unterwegs. Und wenn man das jetzt so plakativ sagen möchte, dann ist der EdTech-Bereich vielleicht mit Pitches beschäftigt, Schule ist mit Moodle und PDFs beschäftigt, Universitäten scheinen mit Postern beschäftigt zu sein. Und jedes hat nochmal eine andere Sprache dabei. Und ich bin überzeugt davon, dass die Landesinstitute eine große Rolle einnehmen, diese Vermittlerrolle zu sein zwischen diesen ganzen Sprachen, weil auch in den Landesinstituten eben Leute sitzen, die auch an Schule tätig sind, die zumindest zwei dieser Hüte aufhaben und diese beiden Sprachen sprechen. Didaktik von der Uni und schulische Praxis. Also ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich will eigentlich noch ein ganz anderes Fass aufmachen, aber ich lasse erstmal die anderen noch sprechen. Bevor ich möchtest du es noch anreißen, bevor du die Bühne verlässt, denn das war Beitrag 2. Komm, reiß es noch kurz an. Also als Lehrerin würde ich mir wirklich wünschen, dass SchülerInnen und das Lernen im Vordergrund stehen. Wir haben gewählte Gremien von SchülerInnen, die sehr deutlich machen, was sie möchten. Wir haben Schulen, in denen eben nicht nur LehrerInnen, sondern auch SchülerInnen und Eltern Stakeholder sind, in denen pädagogisches Personal Stakeholder ist. Und
Das Wichtige ist doch, dass die Maßnahmen, die wir treffen, in Schule und bei den SchülerInnen und idealerweise, wie auch eben in der Diskussion deutlich wurde, gemeinsam ankommen. Dinge, die für SchülerInnen relevant sind, dass genug Zeit eingeräumt wird, um diesen Austausch zwischen SchülerInnen, Universitäten, LehrerInnen, Landesinstituten zu schaffen. Und ich glaube, das wäre vielleicht eine machbare Vision, wenn es nicht der Learning Compass 2030 ist für 2026, dass man institutionalisiert, verankert diesen Austausch zwischen unterschiedlichen an Bildung Beteiligten. Also vielen Dank für die Öffnung des Fasses, da habe ich diesmal kein Widerwort, sondern Unterstützung. Ich selber würde mich unter anderem als Bildungsinnovator bezeichnen und das gilt wahrscheinlich für die meisten Menschen, die heute hier sind. Und es gibt an unsere Profession, wenn man uns also gemeinsam denkt als Gruppe, finde ich eine ziemlich fiese Frage. Und zwar, welches Kind lernt besser durch die Arbeit, die wir in letzter Zeit gemacht haben? Weil es natürlich offenlegt, die Sichtbarkeit unseres Handelns bei den Menschen, um die es uns vorrangig gehen sollte, denke ich, dass diese Sichtbarkeit nur sehr klein ist. Und das spricht für mich dafür, diese Sichtbarkeit wieder stärker auch in den Blick zu nehmen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir über Transfer sprechen und überlegen, wie kommt wissenschaftliche Expertise in die Kollegien zu den Lehrkräften, dann muss die nächste Frage auch sein, und wie kommt sie dann von dort über den Unterricht in die Kompetenzen der SchülerInnen? Und das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und der ist auch steinig und dort gibt es auch immer wieder Hürden, die wir gemeinsam überwinden müssen. Und dieses Gemeinsame wäre der Punkt, den ich hätte machen wollen. Und zwar, weil wir als freier Träger die Rolle der Schulaufsicht, der Schulentwicklung und auch die Unterstützung unseres Personals zusammendenken. Und dieses dialogische Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, das ist etwas, was wir unbedingt brauchen, wenn dieser Transfer gelingen soll. Weil immer wenn wir an Fortbildungen und auch an Schulentwicklungsveranstaltungen denken, dann müssen wir immer damit rechnen, wie die Menschen uns als Fortbildende oder als diejenigen, die Impulse hineinbringen, die Dinge verändern wollen, wahrnehmen. Und wann immer wir auf eine Haltung der Ablehnung stoßen, weil das Gefühl entsteht, dass hierarchische Strukturen greifen, dass keine autonomen Felder mehr bestehen, dass es um Besserwisserei und um Belehrung geht, dann wird uns dieser Transfer nicht gelingen. Und deswegen wäre mein starkes Plädoyer für das, was ich heute flächendeckend erfahren habe, dieses dialogische Miteinander und mit dem Ziel, das Lernen in unseren Bildungsinstitutionen besser zu machen. Dankeschön. Wir kämpfen gegen die Zeit und ich würde gleich das Wechsel-Dich-Prinzip etablieren wollen, mich bei euch bedanken und euch bitten, die Mikrofone an andere Menschen aus dem Publikum zu übergeben und die Flüsterpause einzuleiten. Bitte wenden Sie sich Ihren NachbarInnen zu, nach rechts oder links, ein Lächeln, und tauschen sich aus für 3 Minuten. Was sind Ihre Gedanken zu Vision, zu Zielsetzung und was braucht es für die Realisierung? Los geht's! Und dann kommen Sie gern hierher.
Mit dem Scheppern hole ich euch alle wieder zurück, sie, euch, was auch immer die präferierten Pronomen sind. Und vielleicht gibt es jetzt Ideen, die sich kristallisiert haben oder Dinge, die unbedingt noch gesagt werden sollten. Dann würde ich Sie bitten, zu überlegen, ob Sie nicht hier heraufkommen wollten. Ihr hattet noch einen Pitch. Ihr wolltet noch etwas pitchen. Pitch. In Ordnung. Also wir haben uns gerade hier unterhalten und wir haben gerade eigentlich eine gemeinsame Vision von 2026 formuliert, würde ich sagen. Los geht's. Ideal wäre es, wenn hier SchülerInnen säßen bei der Abschlussveranstaltung. Und dass die Entwicklung dieses Formates dahin geht, dass beim nächsten Mal viel mehr Menschen aus der Schule da sind und bei der nächsten Veranstaltung fast nur noch mit Kindern und Erwachsenen und dann irgendwann die Kinder und Jugendlichen die Aufmerksamkeit bekommen, um zu zeigen, ob der Transfer, weil darum geht es ja, dann gelungen ist. Ja. Und wer mag, kann unsere Mikrofone haben. Wunderbar. Die Praxis. Dankeschön. Sonst einfach ablegen. Ja, ein Appell an die Praxis. Dankeschön. Und im Übergang, ich möchte keine Identitäten essentialisieren hier, aber ich gebe noch mal weiter an die Wissenschaft, da wir da nicht ganz durchgerutscht sind und dann. Nee, wir würden strategisch die nächste Frage abwarten. Sie würden die Frage abwarten. Okay, darf ich du sagen? Möchtest du gleich anschließend noch? Ich wollte jetzt gerade noch kurz antworten. Auch ja, wunderbar. Auf das. Los geht's. Ja. Ganz toll. Also jetzt im Hinblick auf, was gerade mal formuliert wurde, die, sage ich mal, auf Augenhöhe die Entwicklung von, sage ich mal, praxistauglichen Konzepten, die jetzt auch an Schule andocken, die SchülerInnenperspektiven deutlich machen. Da wäre es natürlich, sage ich mal, strategisch extrem wichtig gewesen, wenn jetzt auch Lehrkräfte zum Beispiel Möglichkeiten der Beteiligung hätten, also im Hinblick auf Ermäßigungsstunden und solche Programme, auch auf der Ebene der Landesinstitute ist das ja ein Riesendesiderat, also merke ich jetzt ganz konkret in Brandenburg zum Beispiel, dass es da eben keine Ressource vorgesehen ist, was natürlich auch daran liegt, dass jetzt die Landesinstitute ja auch nicht antragsberechtigt waren an dem Gesamtprogramm. Aber das ist natürlich schon, das jetzt zu kompensieren und da jetzt versuchen, über informelle Kanäle trotzdem was möglich zu machen, das ist jetzt die Kunst. Aber eigentlich ist es natürlich sehr schade, dass diese Ebene, Perspektive von SchülerInnen, von AkteurInnen aus den Schulen, dass die nicht von vornherein mitgedacht wurden als tatsächlich gleichberechtigte Kollaborateure bei der Entwicklung von Produkten. Also ich habe jetzt zum Beispiel vorige Woche habe ich unterrichtet. Ich bin ja Hochschullehrer, aber an der Schule unterrichtet, weil ich dachte, es ist jetzt wichtig, mal zu schauen, die Inhalte, die wir jetzt vertreten, wie wirkt das jetzt auf so einer Mikroebene? Und ich habe das jetzt verbunden mit so einem Schulpraktikum, wo wir einfach mal gucken, was kann man an Schule machen? Da sind dann eben auch, da ist eine Schule mit drin, da sind jetzt Lehrkräfte mit drin, die sind neugierig interessiert und sowas stelle ich mir eigentlich vor, hätte man mitdenken können. Also man kann es ja auch, aber ich denke, das ist so ein Webfehler vielleicht gewesen, dass das nicht von vornherein mitgedacht worden ist. Verrätst du uns noch ganz kurz deinen Namen? Also Andreas Brenne von der Universität Potsdam, Kunstpädagogik. Aus der Praxis sprechend. Ich spreche jetzt aus meiner wissenschaftlichen, fachdidaktischen Praxis. Okay, auf den Stuhl gemogelt. Ich war auch mal Lehrer und vorige Woche habe ich ja unterrichtet. Und ich würde das vielleicht auch gleich rüberspielen und fragen, jetzt hilft es uns nicht viel zu sagen, hätte anders laufen müssen können und so weiter. Der Anspruch ist co-kreativ und co-konstruktiv und partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Wie schaffen wir das denn? Und das leitet über in den zweiten Teil der zweiten Frage sozusagen. Wie schaffen wir diese vernetzte Kollaboration?
Also ich finde die Perspektive, die Schülerinnen und Schüler auch stark einzubringen, ganz spannend. Ich glaube, es ist natürlich dann auch eine Frage, für welche Fragen. Mhm. Schülerinnen und Schüler sind Experten für die Frage, was ist für sie guter Unterricht? Das ist gut, die damit einzubeziehen. Für die Frage, was ist ein geeignetes Fortbildungssystem, vielleicht weniger. Also wir müssen, glaube ich, immer diese Ebenen unterscheiden, auf denen wir gerade sind, und das macht auch Sinn. Und das wäre mir ein Anliegen, auch bei der Frage, spricht die Praxis eine andere Sprache als die Wissenschaft? Da würde ich sagen, nee. Die Praxis spricht 20 Sprachen der verschiedenen Praktiken, der verschiedenen Ebenen, und die wissenschaftlichen Disziplinen sprechen auch sehr unterschiedliche Sprachen. Es macht einen riesen Unterschied, ob man aus der Perspektive eines Large Scale Assessments irgendwas benutzt oder aus der Perspektive derer, die ganz nah selber da sich die Finger schmutzig machen und im Unterricht stecken und selber Sachen ausprobieren. Also ich würde gerne diese Monolithe mal ein bisschen auflösen und das Wort die Praxis und die Wissenschaft aus unserem Sprachgebrauch streichen und sagen, da sind Personen, die sind in ganz unterschiedlichen Bezügen und die sprechen im 2-Stunden-Rhythmus eine andere Sprache, je nachdem, mit wem sie sprechen. Und es ist in der Tat immer wieder eine Frage, wie können wir da lernen, besser die gleiche Sprache zu sprechen, aber das ist, das passiert sozusagen viel kleinräumiger. Das ist kein die Praxis, die, und ganz oft zum Beispiel befinde ich mich plötzlich in der Rolle, dass ich verschiedene Menschen aus verschiedenen Praxisinstitutionen an einen Tisch bringen muss, dass die mal miteinander reden. Also das ist ja nicht so ein Gap. Was heißt das jetzt für die Frage, wie können wir Transferprozesse gut gestalten? Ich will noch mal den einen Punkt stark machen. Das eine ist, wen bietet man ein ins Designteam beim Entwickeln von einem Stückchen Unterricht, einem Stückchen Fortbildung, einem Stückchen Konzept für multiprofessionelle Teams? Finde ich total wichtig, was du gesagt hast. Und dann ist aber auch die Frage, und wie lernen es jetzt die 800.000 andere? Also was sehen wir vor, damit die nicht selber im Designteam war, sich die Dinge trotzdem zu eigen machen können und auch wieder jeweils an ihre spezifischen lokalen Bedingungen anpassen können? Also Transfer braucht Experten sozusagen immer aus der jeweiligen Stakeholder-Perspektive, aber es braucht dann auch Konzepte für Offenheiten, für die Adaptionsprozesse, die passieren, wenn dann einer was entwickelt hat, wie das eigentlich an die anderen kommt. Und diese auch Adaptionsprozesse, die müssen wir auch wissenschaftlich noch besser verstehen. Also wie kriegt man eigentlich so ein Unterrichtsmaterial so gestaltet, dass für jede Lehrkraft klar ist, das ist der absolute Kern und hier ist das, was ich jetzt irgendwie anpasse. Wie kriege ich ein Fortbildungsmodul so gestaltet, dass Fortbildnerinnen sich das angucken können und sagen können, ja, das gefällt mir nicht, aber ich weiß, das ist die Kernbotschaft, die werde ich nicht zerstören, sondern die werde ich in meine Kontexte übersetzen. Also essentielle Kerne ausfindig machen und gleichzeitig die Flexibilität für kluge Adaptionen an die verschiedenen Kontexte erhöhen, das merken wir, brauchen wir auf jeder Ebene. Und das müssen wir noch viel besser verstehen in den Prozessen, bevor das wirklich treffsicher wird. Danke auch, dass du mich nochmal rücksensibilisierst für meinen Sprachgebrauch. Monolithisch hilft uns in der Tat nicht weiter. Und ich weiß auch, wir haben viele verschiedene Identitäten, die sich hier überlagern. Also die Praxis und die Wissenschaft existiert natürlich nicht. In Bezug auf Sprache finde ich auch wichtig zu sagen, so, ich glaube nicht, dass man sich bei Lehre und diesem Privileg, lehren zu dürfen, die Hände schmutzig macht. Aber das sind all die Kommunikationsformen, die wir auf jeden Fall hier haben. Und die verdammt, da sind die Ironiemarker nicht rot genug geleuchtet. Ich mache mir total gerne die Hände schmutzig. Darf ich weitergeben? Und ja. Bitte an die Praxis, ob sie sich die Praxis als Perspektive oder eine Form der Praxis, wir haben Stühle frei. Ich würde den Punkt der Sprache noch mal gerne aufgreifen, weil ich glaube, dass Sprache an der Stelle tatsächlich nicht unser Hauptproblem ist, sondern ich glaube, dass man darüber gut hinwegkommt, wenn andere Bedingungen erfüllt sind. Und ich glaube, ein erster Punkt ist heute mehrfach thematisiert worden, dass eben diese gemeinsame Haltung und die Bereitschaft, an diesen Dingen zu arbeiten. Und ein zweiter Punkt ist heute Morgen benannt worden, nämlich diese positive Fehlerkultur, also dass ich offen bin, gemeinsam mit unterschiedlichen Akteuren im System
Konzepte zu entwickeln und hier eben tatsächlich auch den Mut zu haben, dass man scheitert. Ja. Und ich glaube, dass das eben in diesem relativ kurzen Zeitraum, 2 Jahre, 8 Monate, ist für prototypische Entwicklung, Implementierung, Erprobung und dann Evaluierung tatsächlich sportlich. Das ist gut machbar und da wird auch sicherlich viel Gutes bei rauskommen. Aber ich brauche eben auch das Bewusstsein dafür, dass in diesem Zusammenhang tatsächlich nicht alles funktionieren wird und dass man nachjustieren muss. Und ich glaube, wenn man diese Bereitschaft mitbringt, dann kriegt man Sprachhürden problemlos überwunden. Möchtest du? Ja, gerne. Ich kann auch was sagen, also gerade weil ja diese verschiedenen Rollen gerade angesprochen worden sind. Ich kann noch kurz was zu sagen. Ich glaube, dass in diesen Prozessen so ein Rollenbewusstsein natürlich wichtig ist und diese Rolle auch so zu kommunizieren, die man hat. Also ist man jetzt jemand, der evaluiert, der Projekte entwickelt, der aus der Entwicklungsforschung kommt oder aus der Praxis oder ist man Schülerin etc. Man hat ja gleichzeitig auch verschiedene Rollen. Und ich glaube, bei diesen ganzen Projekten hier ist wichtig, dass wir jetzt noch nicht das Ende wissen, sondern das Ende, also ist sowieso nie da, aber das Fortbildungsprodukt entwickelt sich ja auch, indem verschiedene AkteurInnen kollaborieren, die alle nicht so genau wissen, was das ist. Wir leben halt in einer durch Digitalität geprägten Gesellschaft, alle, und das betrifft wirklich alle AkteurInnen, SchülerInnen, Eltern und so weiter, Lehrkräfte, WissenschaftlerInnen, die sich mehr oder weniger damit beschäftigen und alle versuchen ja gemeinsam etwas zu entwickeln, was ja nachher nicht fertig ist, was wir die ganze Zeit diskutieren. Und ich glaube, damit das wirklich auch, sagen wir mal, fruchtbar wird, dafür braucht es halt dieses Rollenbewusstsein, was halt aber kommuniziert werden muss in solchen Projekten. Aber wir brauchen halt die verschiedenen Perspektiven und Ebenen. Und klar, hat ein Wissenschaftler, der jetzt Maßnahmen evaluiert oder sich jetzt dezidiert mit digitaler Bildung auskennt, vielleicht eine andere Position als jemand, der das nutzt aus verschiedenen Ebenen und schon. Und das braucht es, glaube ich, das muss, glaube ich, in diesen Entwicklungsrahmen halt immer wieder kommuniziert werden, wo spreche ich hier eigentlich. Ne? Mhm. Und dieses, aber nicht im Sinne von, ich habe jetzt eine statische Rolle, sondern ich habe ja mehrere Rollen auf jeder Ebene. Und das spricht sich hier auch immer aus. Mhm. Dankeschön. Jetzt ist der Moment. Kann ich etwas sagen, ohne nach vorne? Nein, weil sonst das. Vielleicht bleibst du noch ganz kurz, dann ist es nicht so einsam. Genau. Ich heiße Sarah Laum und ich bin Lehrerin an einem Hamburger Gymnasium und arbeite auch am Landesinstitut und gebe Fortbildungen zu KI an Lehrerinnen und Lehrer. Und was zumindest bei mir so, wenn ich den Tag so Revue passieren lasse, noch gar nicht thematisiert worden ist, inwiefern der Transfer scheitern kann. Denn es können noch so tolle Ideen daherkommen aus der Wissenschaft. Es scheitern Dinge schon bei Sachen wie dem Computerraum. Also das heißt, dass selbst ich als technikaffine Person schon keine Lust habe, mit einer 7. Klasse unbedingt in den Computerraum zu gehen und Sachen auszuprobieren. Und das als technikaffine Person. Und was noch gar nicht so richtig besprochen worden ist, also das können wir jetzt hier auch nicht lösen, weil das systemisch ist, aber die ganze Digitalität funktioniert natürlich nur, wenn wir an Schulen Technikwarte haben, wenn die Smartboards funktionieren, wenn, weiß ich nicht, alles auf dem letzten Stand ist, dass ich dann auch Kollegen erlebe, die bereit sind, diesen Weg der Digitalität dann zu bestreiten und dann feststellen, hat schon wieder nicht geklappt. Jenes oder in dem Raum hat schon wieder nicht geklappt, sodass selbst ich als digital affine Person manchmal schon analog nochmal einen Backup-Unterrichtsplan habe, weil die Technik eventuell überhaupt nicht funktioniert. Was will ich damit unterm Strich also sagen? Die Infrastruktur an den Schulen muss überhaupt erstmal richtig sitzen, damit wir dann diese ganzen tollen Ideen dann auch weitertragen können an die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Danke, ich pausiere und übergebe in die Flüsterpause, denn dann ergeben sich vielleicht noch weitere Gedanken, die ihr, die Sie hier oben mit hinbringen und einbringen möchtet. 3 Minuten Flüsterpause, vielleicht in die andere Richtung lächeln dieses Mal. Und wir haben eingeblendet, das ist jetzt der Übergang, es wurde schon angerissen mit Transfer. Wie kommen wir von Vernetzung und von Kollaboration zu einem gemeinsamen Verständnis von Transfer und brauchen wir das überhaupt?
Dankeschön. Wir gehen in den dritten Abschnitt und ich unterbreche nur ungern die angeregten Diskussionen, würde aber die eine oder andere Person bitten, das Team auf der Bühne zu verstärken, sonst komme ich zu Ihnen oder zu dir und setze mich dazwischen. Ah, zweite Runde. Nee. Sind wir schon beim Transferbegriff? Jetzt haben wir hinten angefangen mit den Visionen und haben ein bisschen über den Weg diskutiert. Eigentlich verschmelzen diese Teilaspekte ja auch miteinander. Vielleicht, welche Veränderungen brauchen wir denn, um Transfer auf all diesen Ebenen möglicher zu machen? Also wir haben jetzt auch ein bisschen aufgerissen, unterschiedliche Rollen. Manche Beziehungen sind stärker und etablierter und routinierter als andere. Was muss sich verändern oder was haben wir vielleicht noch nicht so, damit Transfer wirklich gelingen und stattfinden kann? Vielleicht als Anstoß. Ja, also mir geht noch nach, was du gesagt hast, weil es stimmt, dass ohne technische Ausstattung und ohne Support digitales Lernen an Schule vielleicht sogar unmöglich ist oder sehr schwer möglich. Mir ist aber etwas aufgefallen, und ich hoffe, dass du mir den Beitrag nicht übel nimmst, was mir sehr häufig passiert in der Schulentwicklung, dass wir gewisse Barrieren und Herausforderungen, die es gibt, die ich nicht kleinreden möchte, identifizieren, um sie Lösungen gegenüberzustellen, die miteinander zu tun haben. Und da passt eben das Beispiel technische Ausstattung und digitaler Unterricht ganz gut, weil wir ja heute hier sind, alle zusammen, nicht weil wir die technische Ausstattung an Schulen verbessern können. Die braucht es als Voraussetzung. Das ist völlig richtig. Also nicht missverstehen, dass ich das kleinreden möchte, sondern wir müssen, und das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt, in einem lösungsorientierten Diskurs bleiben, um zu überprüfen, wo sind die Handlungsfelder, die wir verändern können? Wo haben wir Agency in der Veränderung und Innovation und wo haben wir sie nicht? Und es braucht die technische Ausstattung, das ist klar, aber dafür sind wir heute nicht hier und das können wir auch nicht leisten, weil wir eben nicht der Ausschuss für technische Ausstattung sind. Und das ist, also das mag ein Dilemma sein, weil es auch ein bisschen die Frage ist, was machen wir denn zuerst? Erst die Endgeräte oder erst digitales Lernen? Ja, ich glaube nicht, dass es ein echtes Dilemma ist, sondern dass wir optimistisch dahin schauen sollten, wo kann ein Transfer gelingen? Und es ist schon utopisch zu denken, dass das bis 2026 in allen Klassenzimmern dieses Landes gelingt. Aber wo er gelingen kann, da sollten wir hinschauen und unsere Energie investieren. Und da, wo er noch nicht gelingen kann, müssen wir wissen, dass wir es besonders schwer haben. Wir können es trotzdem versuchen und immer darauf achten, wo sind die Argumente, die Barrieren aufzeigen und uns hemmen, obwohl wir eigentlich ja gerade in der Entwicklung und im Fortschritt sind. Das war nochmal mein Impuls um diese, oder die Resonanz, was das ausgelöst hat, dein Beitrag. Und dann braucht es vielleicht gar nicht ein einheitliches Transferverständnis, sondern vielleicht ist das, was ich gerade skizziert habe, eine Zutat, wie Transfer gelingen kann, indem wir auf die Möglichkeiten schauen, statt auf die Barrieren. Das war mir jetzt schon gerade zu viel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch an der fortgeschrittenen Zeit liegt, aber was ist denn, also wo siehst du denn jetzt dann die Möglichkeit der Vernetzung, das habe ich nicht verstanden. Also mit Agency auch, was ist damit gemeint? Was meinst du jetzt konkret? Und vielleicht hilft es auch nochmal an alle, wenn wir Beispiele benennen, wo es gut funktioniert, vielleicht als, um es ein bisschen habhafter zu machen. Yeah! Und vielleicht auch Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert hat, respektvoll, einfach damit wir es ein bisschen greifbarer machen. Vielleicht hilft es schon. Ja, also ich brauche es einfach nur ein bisschen konkreter. Mhm. Also was mich bewegt ist, wie erreichen wir nicht nur die technikaffinen Lehrer, mhm. sondern die anderen. Ich glaube, die Wissenschaft, entschuldigt, dass ich das jetzt so einfach so verwende, da gibt es bestimmt Forschung zu. Aber es fängt im ganz Kleinen bei mir an, wenn ich an Lehrerfortbildungskonzepte denke, wenn ich schon an den Titel meiner Lehrerfortbildung feile, dass ich, also ich, genau, am Titel feile, wie kriege ich die eigentlich in meine Lehrerfortbildung, die mit dem Thema, die Hürden haben. Das heißt, ich mache es jetzt konkret. Also, wie können KI-Tools uns bei der Unterrichtsvorbereitung helfen? Da hoffe ich,
dass bei dem Stichwort Entlastung und das, was die KI-Tools hoffentlich können, also es muss ja noch alles evaluiert werden, dass ich die dann quasi zu mir kommen, dass sie zu mir kommen und ich darauf aufbauen kann. Also mit dem Stichwort Entlastung, die Ängste abbaue, das sind schon bei den Formulierungen die Dinge, die ich schon mitbedenke, wie ich Leute konkret ins Boot hole. Gut, dann würde ich auf die Frage, die du am Anfang gestellt hast, mit zwei Beispielen aus unserer Trägerschaft reagieren. Wir haben eine Schule auf dem Land, wo immer wieder das Telefon ausfällt und wo digitale Endgeräte nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Und an dieser Schule ist digitaler Unterricht, auch noch eine Grundschule, ist digitaler Unterricht nur sehr, sehr schwer und eingeschränkt möglich. Und dann könnte ich sagen, ja gut, wenn es an der Schule nicht geht, dann lassen wir das stiftungsweit. Wir haben aber auch eine Grundschule, an der haben alle SchülerInnen digitale Endgeräte und die haben ein sehr stabiles WLAN und sie haben Lehrkräfte, die auch offen sind für digitale Fortbildung und dann tue ich es genau da anfangen und an der anderen Schule enden. Und das wäre eben mein Punkt, dass wir dort beginnen, den Transfer in die Praxis herzustellen, wo er technisch möglich ist, das war ja der Aufhänger, und nicht dort absagen und aufhören, wo es noch nicht geht. Dankeschön. Wir haben neue Gäste auf dem Podium. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu, wer du bist und aus welcher Perspektive du sprichst und dann vorher frei. Ja, mein Name ist Ferdi Stäbner, ich bin in Osnabrück, habe da eine Professur in der Abteilung für Schulpädagogik und bin dann Perspektive Wissenschaft. Und wir haben vor ein paar Tagen, vor ein paar wenigen Wochen mit Lisa Niendorf hier von der Humboldt und Patrick Gollub aus Münster und so, haben einen Beitrag für die GEPF eingereicht. Da ging es um Social Media und vor allem Instagram und das Insta-Lehrerzimmer. Und es war ja die Frage, wann Transfer gelingt und wann vielleicht auch nicht. Und wir stellen uns da die leicht kritische Frage, wenn wir evidenzbasiert irgendwelche Vorschläge machen und wir schreiben einen Artikel oder wir gehen zur GEPF zum Beispiel, haben dann 25 Leute bei so einem Symposium da sitzen, dann erreichen wir 5 Handvoll. Ja. Mhm. Wenn wir dann einen Artikel schreiben, den veröffentlichen, je nach Journal erreichen wir vielleicht ein paar mehr, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie viel Glück wir haben und wie gut der Artikel ist. Und wenn im Insta-Lehrerzimmer, das ist ja so ein Hashtag bei Instagram, wenn dann zum Beispiel Caroline von St. Arsch nur eine Story, 24 Stunden teilt, erreicht ihr mit einem Klick 50.000 Lehrkräfte und haut richtig rein. Ich habe gestern oder vorgestern einen Beitrag bei Instagram rausgehauen, da ging es so ein bisschen um Noten und so. Ich habe gerade geguckt, ich glaube, ich hatte 117 oder 127, ich weiß es schon nicht mehr, 117 oder 127.000 Aufrufe dieses Videos. Das heißt also, wenn wir Transfer denken und versuchen, Menschen zu erreichen, dann ist es mit Evidenzbasierung, denke ich, wichtig für uns. Das ist so, haben wir gelernt von ein paar Leuten, dass wir das machen sollten. Und wir haben die großen Institute, die uns das vorgeben und vorleben. Aber wie wir es dann nach außen bekommen, ist jetzt nicht nur die Frage, wie machen wir es besser, sondern uns sollte klar sein, dass viele Praktikerinnen und Praktiker in der Welt unterwegs sind, die momentan zum Beispiel sowas wie ein Growth Mindset oder so ein paar fancy-schmancy-Themen rausdonnern und auch Unterrichtsmaterial rausdonnern und unfassbar schnell, unfassbar viele Menschen erreichen. Und wenn wir jetzt mit so vielen Millionen Euro hier unterwegs sind, müssen wir, glaube ich, darüber unbedingt nachdenken, ob wir sowas mitnutzen, ob wir diese Leute mit an Bord holen, wie wir als Wissenschaft auch darauf schauen, was da in großer Masse da erreicht wird oder halt innerhalb von wenigen Sekunden da vielleicht auch teilweise kaputt gemacht wird. Weil, was weiß ich, so Lerntypen zum Beispiel gestreut werden, also irgendwelche Mythen der Lernforschung. Das wollte ich noch mal mit reinwerfen. Mhm. Ne? Also dieses Paradoxe, da drückt eine Person einen Knopf und erreicht innerhalb von einer Sekunde 50.000 Lehrkräfte, vornehmlich. Das schaffen wir momentan wahrscheinlich vornehmlich so noch nicht. Der Auftrag an die Transferstelle. Gerne weiter, so wie Sie mögen. Ja, ich möchte da anschließen. Mein Name ist Hendrik Stammermann vom Landesinstitut Lehrkräftebildung und Schulentwicklung in Hamburg, Referatsleitung Sprachen und zuständig für den Wissenschaftstransfer in dieser Rolle hier. Ja. Ich möchte nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, kann aber meinem Vorredner wirklich zustimmen. Das Ziel, was die Kompetenzstelle 2026 oder der Kompetenzverbund erreicht haben sollte, wäre bestehen zu bleiben. Mhm. Frau Prediger hat es in einem Beitrag zuvor gesagt, eigentlich braucht es 10 Jahre, um Änderungen in die Praxis zu bringen. Und ich
bin in meiner Aufgabe auch im, Verbund BIS, Bildung in Sprache und Schrift, derzeit BIS Transfer endet im nächsten Jahr. Da hat man tatsächlich nach 10 Jahren eine Vertrautheit und eine Wirksamkeit erreicht, für die es eben genau diese 10 Jahre mit wirklich konzertierter Planung gebraucht hat, sodass man sich tatsächlich in den letzten BIS-Tagen auch als BIS-Familie bezeichnet hat. Und man hat sich wirklich sehr nachhaltig in diverse Programme und diverse Schriften eben auch der Politik eingeschrieben und sich so auch relevant gemacht. Und ich glaube, dass spricht auf dich an. Die Chancen sind gerade gut genug, denn das, was seit dem Corona-Schub, so wie es heute Morgen genannt wurde, in Schule entstanden ist, also an Handlungswissen, an Expertise, ich glaube, das ist nicht zu, dass es unter Umständen mehr als gleichzeitig in der Wissenschaft entwickelt wurde, jetzt, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, es ist notwendig, das aufzugreifen, es ist notwendig, daran anzudocken und im Kontakt zu bleiben. Und deshalb, das war der Anfang, der Kompetenzverbund muss bleiben, die Transferstelle muss bleiben, damit man genau diesen Austausch auf Augenhöhe hat und damit die Praxis, also Schule in diesem Zusammenhang, die aus der Not heraus Dinge entwickelt haben, die auch funktionieren, die aber auch überprüft werden sollten, damit man diese Expertise ernst nimmt und weiter festigen kann im Dialog. Stichpunkt Vertrauen würde ich nochmal aufnehmen wollen, aber du bist neu auf dem Podium und unsere Zeit ist immer zu knapp, deshalb ganz schnell zu dir. Ganz schnell, Uta Hoogtoom, LMU München. Ich würde nur noch mal Gedanken mehr machen über das zu Transferierende. Also wir machen uns sehr viel Gedanken über den Transfer, aber auch Corona hat ja nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich Lehr- und Lernkultur verändert, sondern Unterricht schaut halt dann digital aus, ist aber im Grunde nichts anderes. Wenn ich KI einsetze, kann ich sie einsetzen, um bestehende Strukturen zu zementieren oder aufzubrechen. Ich kann Prüfungskultur so lassen, wie sie ist, und kann dann halt zu Beginn des Schuljahres sagen, wer durchfällt oder nicht. Oder ich verändere Prüfungsformate und setze dann entsprechend diese Tools natürlich mit einem veränderten Verständnis des Lernen und Lernens ein. Und das wäre mein Ziel auch noch für diesen Verbund, sich nochmal Gedanken über die gemeinsame Vision zu machen. Auch der Begriff des mediengestützten Lernens finde ich schwierig. Wir wollen nichts stützen. Es geht nicht um ein Stützen bestehender Formate im bestehenden Unterricht, den man dann noch evidenzbasiert irgendwie, dass man sagt, ja, digitale Medien bringen leider nichts, sondern dass hier auch ganz stark mit Design-Based Research, mit neuen Konzepten erstmal überlegt wird, wie müssen Lehr- und Lernstrukturen angelegt werden, wie müssen sich Formate des Prüfens verändern und wie kann dann dieses Projekt auch tatsächlich einen Impact haben, systemische Veränderungen anzustoßen, AkteurInnen übergreifende Kooperation. Natürlich wird es 5 Jahre dauern, aber ansonsten ist es ein tolles Drittmittelprojekt, das dann vorbei ist. Jeder findet sich irgendwie toll mit seinen Veröffentlichungen, aber echte Co-Kreation ist es nicht und das ist noch völlig offen, ob es uns gelingt und da müssen wir dranbleiben. Ja. Statt improvisiert, statt einer Zusammenfassung, die man eh nicht geben kann nach 60 Minuten, vielleicht 30 Sekunden Statements einfach noch einmal durch die Runde da. Und wenn Sie etwas, wenn Sie oder ihr noch etwas anfügen wollt, denn wir sind durch mit der Zeit, aber ein, zwei von euch sind auch ein bisschen zu kurz gekommen. Stichpunkt Vertrauen, neue Lern- und Lehrkultur finde ich ganz wichtig, denn das geht ja auch nur Hand in Hand. Und ein bisschen gerieben habe ich mich auch an Stützen auf digitale Medien, denn eigentlich geht es ja darum, wie leben, lernen und lehren wir in einer Kultur der Digitalität. Was heißt das überhaupt? Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr Gedanken dazu habt, was heißt das denn? Und haben wir das eigentlich schon genug beleuchtet? Kultur der Digitalität, Riesenkonzept, auch noch gar nicht so alt. Also Gedanken. 2016, Stalder. Genau. Ja, also die Begriffe werden ja auch nicht sauber geklärt. Digitalisierung ist ein Prozess, Technologien entwickeln sich weiter, wir sind ja erst am Anfang dieses Prozesses und damit einhergehen veränderte Praktiken, das sich austauschen, wie Wissen generiert wird. Sie sehen selber, was mit ChatGPT passiert, das ist ja erst der Anfang. Also mit Wissen gehen wir anders um, auch mit der Aufbereitung von Ergebnissen, von Informationen und Kinder müssen darauf vorbereitet werden, mit diesen komplexen Herausforderungen umzugehen. Und in einer Schule, die sich auf das Industriezeitalter fokussiert, gelingt es nicht. Also wir brauchen völlig veränderte Settings, völlig andere
Formen der Zusammenarbeit, aber auch unter den Lehrkräften anderes Kooperationsverständnis, das sich nicht erschöpft in ich kopiere dir was mit. Also wirklich ein Miteinander auf dem Weg zu innovativen Lehr- und Lernprozessen, auch über den Ort der Schule hinaus, Akteurinnen übergreifend mit außerschulischen Lernorten, mit Expertinnen von außen. Und da hat auch die Wissenschaft spielt eine wichtige Rolle. Wir haben auch unsere bestehenden Praktiken und die sind nicht unbedingt die des Teilens und des Gemeinsamen, sondern ja, diese Weiterentwicklung, die Schulen leisten müssen, müssen die Wissenschaftler auch leisten. Und das kann hier vielleicht in diesem großen Kreis eine Möglichkeit sein, auch gemeinschaftlich in weitere Schritte zu gehen. Das wäre vielleicht wichtig. Zu üben. Zu üben, genau. Vielleicht ist das realistisch, zu üben und auszuprobieren und so ein Stück gemeinsame Kultur zu schaffen, vielleicht, in der Kultur der Digitalität. Wir müssen aufhören. Vielen Dank für all die Impulse und wir nehmen diese schwierigen Fragen einfach alle mit in den Austausch zum Essen und zum gemeinsamen Getränk, würde ich sagen. Vielen Dank.